Hi Leute, zum heutigen Video. Heute gibt es ein fette Infovideo. Ein fettes Infovideo. Und zwar gibt es drei Infos. Die erste Info ist, es gibt mal wieder einen Gutscheincode hier von gameitems.com. Ja, zuerst mal lasse ich nicht irritieren, dass hier unten alles schwarz ist. Das liegt daran, dass ich von zwei Bildschirmen mit unterschiedlicher Auflösung aufnehme. Der eine ist größer als der andere und darum, um den einen komplett aufzunehmen, muss ich bei dem anderen hier das Schwarze hier auch aufnehmen. Also, das ist eigentlich gar nicht auf meinem Bildschirm, aber ihr seht es eben schwarz. Ja, nun zu der ersten Info. Ein Gutscheincode. Hier auf gameitems.com und so weiter. Den Link packe ich natürlich in die Beschreibung. Hier gibt es alles mögliche. Game-Items, Free-In-Game-Items, das habe ich mir selbst noch nicht angeschaut. Und ihr bekommt hier steht das hier irgendwo? Ich weiß natürlich schon, was ihr bekommt, aber ich würde es euch gerne so zeigen. Ach ja, hier diesen Magic Can Bag oder so, jedenfalls diese Zauberertasche oder so, dann Magic Can's Wand oder so, ist der Zauberstab und 400 Tokens. Und dafür, dass man sie kostenlos bekommt, dann ist doch schon mal was. Ich sag das in jedem Infovideo, wo man etwas kostenlos bekommt. Ihr müsst einfach nur hier diese Zahlen eingeben. 144, Leerzeichen, 523, Farbschema zu verbessern, die Leistungen, nein. 523, 99, 568. Und dann müsst ihr hier eure E-Mail-Adresse eingeben. Ich habe das jetzt ja schon gemacht, also geht's nicht. Und dann bekommt ihr da einen Link in eure E-Mail und den Link müsst ihr dann einfach befolgen und dann steht da auch schon der Code da. Das sollte jetzt sehr einfach sein, das muss ich glaube ich nicht erklären. Und dann bekommt ihr wie gesagt das hier. Gut, dann was ist jetzt hier eigentlich? Blabla. Beta-Key. Gibt es auch einen Brickforce-Beta-Key? Das wäre es natürlich. Und hier gibt es hier Tokens. Ist das ja das Gleiche? Also nichts Beta-Key. Gut, sonst... Also das war die erste Info. Die zweite Info. Ihr seht es schon hier. Twitch. Schon seit längerem haben wir einen Twitch-Channel. Jedoch haben wir da noch gar nichts gemacht. Ich wollte es eigentlich erst zu einem Abo-Special oder so machen, aber ich weiß jetzt nicht. Das können wir dann auch machen. Ja, jedenfalls ist das jetzt erst einmal eine Info, dass es einen Twitch-Kanal gibt. Eine offizielle Info. Ja, ihr seht, Stream ist offline. Alter, fick dich doch. Aber demnächst werden vielleicht neue Infos wieder kommen, indem ich dann Näheres erzähle, wann und wie und über was ein Livestream kommt. Wahrscheinlich Brickforce, weil das ein Online-Spiel ist und Livestream bringt eigentlich irgendwie nur bei Online-Spielen was. Genau. Das war die zweite Info. Ja, den Link zum Twitch-Channel, der steht einmal auf unserem YouTube-Kanal, hier bei Über uns, Twitch, und hier noch andere Sachen von unseren Kumpels, die Let's Plays und unsere Webseiten, bla bla bla, und ja, schaut vorbei, den Link packe ich auch nochmal in die Beschreibung, ja, um nichts zu verpassen. Und die dritte Info geht es um bfboard.blogsy.de. Blogsy hat diese Seite gemacht. Das ist ein Let's Player Board von Brickforce Let's Plays.
Und hier können Bloxy einfach Leute anschreiben, indem ihr, glaube ich, hier... Oder wo muss man klicken? Irgendwo muss man... Nee, da geht's zum... nein, Schmarrn. Hier geht's zum TS3 Channel Connect Dings. Und um bei dem... hier muss man klicken. Einfach zum Formular ausfüllen. Hier müsst ihr das Formular ausfüllen. Denke ich, sollte nicht schwer werden. Und dann auf Senden klicken. Dann überprüft der Bloxy das. Ja, dem gehört die Seite. Und dann erscheint ihr hier, je nachdem, was ihr angegeben habt, wo ihr erscheinen wollt. Ungefähr kommt ihr dann hier mit eurem kleinen Fältchen hin. Dann sieht man euch. Und so werden eben also das Ziel ist, dass auch kleinere Let's Player bekannter werden. Und so. Und man auch auf andere Let's Plays kommt. Hier, die sind neu dabei. Das bin ich. Beziehungsweise wir, the PNJ Crew. Beziehungsweise jetzt heißen wir wieder PNJ LPs. Aber das ist ja unwichtig. Hier steht ja ganz groß PNJ LPs. Und das war die Info. Ja, schaut hier unbedingt vorbei. Lasst euch selber eintragen, wenn ihr Let's Plays macht. Ich schaue auch Let's Plays immer von hier an. Und was ist das? Saxbani? Cool. Ja, der Saxbani, der ist auch dabei. Finde ich jetzt zwar nicht so nötig, denn der hat ja schon so viele Abonnenten. Aber es ist ja hier eine Community und Lolloid7 ist auch einer, glaube ich, der bekannteren, 500 Abonnenten. Ich weiß nicht, ich kenne ihn halt schon lang. Alberto LP7 auf jeden Fall. Schilling würde ich, denke ich jetzt mal, wird nicht da sein. K-Bloxy wird ihn wahrscheinlich nicht. Ja, Alberto hat 5000 Abonnenten, also der ist auch einer bekannte, einer der bekannteren. Schilling ist natürlich der erfolgreichste Brickfast Let's Player, wenn man mal ein Gastvideo von Gronkh weglässt, denn der hat dann noch mehr Aufrufe. Das kann man hier sehen, wenn man Brickfast eingibt. Brickfast. Dann kommt hier Spiele drin, Spiele drin, Spiele drin, aber hier kommt auch irgendwann, glaube ich, mal Gronkh oder so. Das war zumindest mal so. Wenn man jetzt hier Gronkh gibt. Ich habe nur eine Hand frei, tut mir leid. Hier, Brickfast mit Gronkh und Sarazan, hat 13.000 Aufrufe. Okay, Schillings hat schon deutlich mehr hier. Wieso hat denn der so viel? Halt, stopp, keine Schleichwerbung. Ein Video in einem Video zu zeigen, das ist etwas, so viel Aufrufe hat es gleich. Alter Schwede. Nein. So. Gut. Also, wie gesagt. Das waren die drei Infos. Einmal hier diesen Gutscheincode. Dann Twitch. Und dann bf.proxy.com. Also, wie gesagt, ich schaue auch immer mal wieder bei diesen Let's Playern vorbei. Proxy kenne ich natürlich schon. Maturo. Den noch nicht, den nicht. ProGamer TV habe ich, glaube ich, auch schon mal angeschaut. Somaf auch. Weiß ich nicht. Memphis auch. Sarius, glaube ich, habe ich auch schon angeschaut. Den nicht. Den nicht. Die weiß ich gar nicht. Ich glaube schon, dass ich das schon mal angeschaut habe. Ja, doch, die habe ich schon angeschaut. Die machen ganz coole Videos, unbedingt vorbeischauen. Hier TPNJ Kreb. Die sind neu, die habe ich noch nicht angeschaut. Lolloid7 habe ich schon angeschaut. Also einige. Sag's Bani, wer sind das? Alberto LP7, wer sind das? Genau, Mira habe ich auch schon angeguckt. Und so weiter. So, das waren jetzt die drei Infos. Und schauen wir, dass wir die Runden 10 Minuten bekommen. Ich sage jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal mit den PNJ-LPs.